Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute nun weiterlesen und ich habe es mal heute überschrieben, das Thema der Preis der Nachfolge oder auch gibt es halbe Nachfolge? Halbe Nachfolge, geht das? Wir lesen Folgendes in der Bibel. Im ersten Buch Mose, da steht im Kapitel 19 in den Versen 17, als diese aber Lot und seine Frau und eben auch seine Töchter hinausgeführt hatten, sprach der Engel, rette dich, es geht um dein Leben, blick nicht zurück und bleibe in der Ebene nirgends stehen. Und wir lesen dann, dass er ja in diese Verhandlung ging, er wollte nicht ins Gebirge und so weiter, was wir uns angeschaut hatten heute, gestern und er hat dann verhandelt, dass er doch in diese Stadt gehen darf, so eine kleine Stadt, die dann Zor hieß. Und der Engel sagt, okay, auch das will ich dir gewähren, nur geh jetzt schnell, es eilt. Und dann lesen wir aber was Schreckliches letztendlich, nämlich, dass die Frau von Lot zurückblickte und dass sie zur Salzsäule wurde, dann in den Versen 27 und folgende. Und das ist doch eine recht dramatische Situation. Sie blickte zurück. Nun, Jesus sagt einmal, man kann ihm nicht nachfolgen, wenn man sagt, ich will aber noch so mein Leben irgendwie weiterleben. Da waren ja unterschiedliche Leute. Der eine wollte seinen Vater begraben, der andere wollte noch Geschäfte machen und so weiter. Man könnte meinen, ja, das ist doch normal, das musst du doch tun. Aber hier wird etwas deutlich, nämlich die Frage, worin hängt unser Herz? Was an der Frau von Lot deutlich war und wurde, ist nicht die blanke Neugier. So habe ich immer als Kind gedacht. Naja, sie ist halt neugierig und hinten, da ging es halt ab und war laut und Geschrei, da muss man halt mal gucken. Nein, was darin eigentlich deutlich wurde, ist ihr Herz. Dass sie Sehnsucht hatte nach Sodom, dass sie zwar angefangen hatte, mit Lot zu fliehen und mit den Töchtern, die Schwiegersöhne sind ja zurückgeblieben. Lot hatte versucht, sie zu überzeugen. Die Engel sagten, geh hin und sprich mit ihnen. Und sie sagten, du scherzt doch, du machst Witze. Hier wird nichts passieren. Und es ist auch so eine Haltung, die wir in unseren Landen ja finden, dass das belächelt wird, wenn man davon spricht, dass wenn wir sterben, wenn wir einmal vor unserem Schöpfer stehen werden, dass da Gericht und Recht gesprochen wird, Gerechtigkeit. Wir haben einen gerechten Gott. Das ist nicht die Drohbotschaft, sondern es ist eigentlich die Gnadenbotschaft, denn Gott gibt ja die Lösung, nämlich in Jesus Christus. Was er aber von uns letztendlich braucht oder letztendlich auch ein Stück weit fordert, ist unser ganzes Herz. Nämlich, dass wir verstehen, dass unser Leben in seiner Hand liegt und dass es nicht nach unserem Gutdünken funktioniert im Leben, sondern dass unser Leben wie eine Leihgabe ist. Und er letztendlich unser Leben geschenkt hat und auch letztendlich Rechenschaft fordert. Mit Leistung können wir ihn nicht beeindrucken, kein Mensch, egal wie viel. Aber in Jesus Christus sind wir gerecht gemacht. Und was bei dieser Frau von Lot deutlich wird und auch bei denen, bei Jesus, dass es doch durchaus Leute gibt, die für einen Moment sagen, okay, ich will Rettung und es klingt alles ganz gut, aber dass es ihr Herz eigentlich nicht erreicht hat. Jesus sagt im Gleichnis von dem Seemann, dass das Wort Gottes ausgeht und ausgesät wird und dann kommen schnell die Raben, das ist der Teufel, sagt er, der das raubt. Und dann gibt es durchaus Samen, die auf guten Boden fallen, das geht dann auf. Und auch gibt es etwas dazwischen, nämlich Steine. Und da geht es auf und geht aber dann, weil es nicht in die Tiefe geht, wieder ein. Und es gibt auch welche so am Wegrand. Und das sind aber dann Unkraut und die Sonne scheint. Und das sind die Reichtümer und die Schätze dieser Erde. Und da sagt die Bibel auch, da geht etwas wieder ein, was eigentlich gewachsen ist. Warum? Weil das Herz zu sehr an diesen Dingen hängt. Nun, wir leben ja in dieser Welt. Und das bedeutet nicht, dass wir uns nun von allen Dingen trennen müssen und dass wir asketisch leben müssen und keine Spaß und Freude mehr haben dürfen. Ganz im Gegenteil, wir dürfen in all diesen Dingen Gott ja mit hineinnehmen und das auch genießen. Die Bibel sagt, dass Gott uns diese Dinge auch durchaus zum Genuss gibt. Aber wir sollen nicht unser Herz dran hängen. Der sehnsüchtige Blick von Lots Frau führte sie letztendlich ins Verderben. Weil sie konnte und sie wollte nicht loslassen,
das, was in Sodom war, was so himmelschreiendes Leid war. Und so ist es für uns auch immer wieder die Ermutigung und gleichzeitig aber auch die Stärkung darin, festzuhalten an dem Ziel, den Lauf zu verenden, so wie es Paulus sagt. Wir wollen nicht ein bisschen nachfolgen, wir wollen nicht etwas nachfolgen oder mit halber Kraft, sondern wir wollen unser ganzes Herz an den Herrn, unser Jesus Christus hängen, wir wollen ihm folgen bis zum letzten Atemzug. Und dann dürfen wir mit Freude erwarten, die Rettung und die Gnade Gottes und all das, was er vorbereitet hat, nämlich schon heute sind Wohnungen für uns vorbereitet. Wie schön. Gott segne euch, seid ermutigt darin, auch in diesen Tag hinein. Wir wollen unser Herz von ganzem Herzen ihm geben und ihm nachfolgen und dienen. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.